Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Meergefäße mit griechischem Feuer. Ja. Es sind so viele. Ja, ganz genau. Und wir sind bei dieser Aufgabe gerade. Dann hole ich mir mal drei Stück raus, weil wir wissen, hops, dass wir genau drei Stück rausholen können, bevor einer verschwindet. Ja, wow. Schönen Pfeil erstmal verschwendet. Verschwendet. Alles ist schön. Okay. Ist das so gewollt, dass man das verbinden könnte? Ich glaube, man kann es nicht verbinden. Okay. Wir müssen das Zeug hier runterholen. Aha. Hoppla. Und das bringt mir jetzt was? Oh! Aha, das ist eine Waage. Schauen wir mal, was passiert. So, der Oberknaller ist das jetzt nicht, ne? Naja, einen haben wir hier noch, ne? Können wir den so runterschubsen und gucken, was dann passiert? Nö. Wir müssen den irgendwo anbinden. Aber wozu haben wir jetzt drei? Oh. Ja gut, somit haben wir auf jeden Fall einen schon mal unten, so wie ich es haben wollte. Was es mir auch immer bringt. Jetzt hängt der da in der Luft. Was zum? Okay. Ist das so gewollt? Ich glaube nicht, oder? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hä? Was? Was habe ich da getan? Was? Das ergibt nicht mal Sinn. Okay, wenn wir jetzt das sprengen, ne? Oder wenn wir einfach dran ziehen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Ich hole hier nochmal einen raus, damit der letzte verschwindet. Ach, jetzt verschwindet keiner? Jetzt schwebt das Ding in der Luft? Oh, Freunde, ach, was zum Teufel? Scheiß da und drauf. Wir gucken jetzt mal, was wir machen müssen. Das Rätsel hier scheint mir doch ein bisschen konfus zu sein. Wir müssen die Dinger hier rüber transportieren, ne? Die Frage ist nur, wie? Kann ich das Ding drehen? Nee, drehen kann ich es auch nicht. Wie bringe ich denn jetzt, oder kann ich hier einfach dran ziehen? Ah. Das ist cool. Das heißt, wir schneiden das jetzt mal hier ab, ne? Ist das dein Ernst? Jetzt steckt er hier fest! Jetzt steckt er hier fest! Gott. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Wieso kann ich nicht. Ich kann nicht schießen unter Wasser. Boah, ich war ja nicht mal richtig unter Wasser. Ach komm, ey. Ich fühle mich gerade richtig verarscht. So, kriege ich das so dran gebunden? Es ist gerissen. Ah, herrlich. Also ich muss sagen, herrlich. Okay, holen wir noch einen raus. Da unten ist jetzt alles voller griechischem Feuer. Das ist schon mal gut. So. Dann mal los hier.
So, jetzt wird der eine hochgehoben. Genauso wie vorher auch. Okay. Also wenn wir jetzt ganz großes Pech haben, dann wird dieses griechische Feuer, was hier herumhängt, quasi das andere blockieren. Oder kann ich es irgendwo festbinden? Huch. Was bist du denn? Ach, du bist zum Klettern da. Okay, komm, scheiß drauf. So, schnell abmachen. So, jetzt noch nicht, nein, noch nicht. Jetzt machen wir's ab. Okay. Runter mit dir. Ja. Ah, oh, herrlich. So, es fehlt nur noch einer, Freunde. Einer fehlt uns noch. Gott. Das hat mich hier schon so ein bisschen hat mich das angepisst. Noch einen wird es wahrscheinlich nicht bringen, wenn wir dann noch einen hinschubsen. Wir schauen einfach mal auf die andere Seite. Oh, dich kann ich gar nicht mehr looten. Ah, dich kann ich mehr looten. Okay. Ups. Ich dachte, ich hätte noch vor dem Bogenland. Wollte nur den Kopf erschießen. Sicher ist sicher. So, da ist die letzte Barrikade. Und da müssen wir anscheinend von dieser Seite aus rein. Da ist eine Schnur. Okay. Schaffst das, Lara? Ich hätte es auch geschafft, bin ich ganz ehrlich. Na gut, dann schwimmen wir wieder weg. Wie kommen wir? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Was hat es damit auf sich? Jetzt haben wir ein bisschen Feuer runtergeworfen, das ist schön. Laufen wir einfach mal hier rein. Was? Wie hast du das gesehen? Cheater! Ich bin unter Wasser! Weißt du, so ein Squid wäre ich niemals gesehen worden. Feuer, konzentriert! Ah, gut. Klettern wir einfach mal raus und dann gehen wir den aufs Maul. Das wollte ich eigentlich gar nicht aufsammeln. Ich wollte die Munition haben. Tuch? Na gut, nutzen wir es. Wir nutzen das Zeug sowieso so selten und es ist nur einer, den wir eigentlich easy töten können. Aber egal. Jetzt stirb doch einfach mal. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Hä, wo bist du denn? Ah! Okay, das war verwirrend. Gehen wir weiter. Jo, das ist auch meins. Schwefel. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Soll ich jetzt selber griechisches Feuer basteln, oder was? Ich glaube nicht. Ich muss auch dazu sagen, die offenen Areale sind irgendwie weniger geworden. Also es gab nur zwei offene Areale und der Rest ist ziemlich linear. Aber gut, lassen wir uns davon einfach nicht stören. Und suchen einfach das griechische Feuer. Das leuchtet hinten so rot. Ach, das ist eins von diesen Mikrofonen. Da drin sind noch mehr Gefäße. Ich kann sie bestimmt herausziehen. So, holen wir uns einfach mal drei raus. Ja. Schön nochmal einen Pfeil verschwinden. Na gut, das hat sich ja schon mal gelohnt. Den Weg etwas frei machen. Haben wir uns sonst drei Stück rausgeholt. So. Wo kommt der jetzt an?
Aha. Jetzt fängt das Ding auch noch an zu brennen, oder was? Was passiert jetzt genau mit dir? Wirst du hängen bleiben? Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Okay, Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass das Ding einfach mal explodiert. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Hey, jetzt brennt sie auch. Hä? Okay, komm. Laufen wir weiter. Gucken wir mal, was noch passiert. Kann ich dich sprengen? Nee, warte. Ich sehe da ein Seil auf der anderen Seite. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ja, ist ja gut. Jetzt drehen wir nicht durch. Ja gut, dann springen wir hier rüber. So, hier kommen wir nicht weiter. Gott. Das griechische Feuerrätsel regt mich so ein bisschen gerade auf. Weil hier scheint einfach nichts zu funktionieren. Wenn man so drüber nachdenkt. Hier sind Türen, an denen ich nicht vorbeikomme. Wenn ich hier runtergehe, kann ich mich nur abseilen. Oh. Das ist ein Plan, Freunde. Das ist ein Plan. Oh, es funktioniert. War das zu früh? Ah, und dafür kriege ich Erfahrung. The fuck? Egal. Die Statue. Puh, sie ist weg. Alles ist gut. Und? Bang. Achso, ja. Übernimm gerne die Arbeit für mich. Geh schon mal rüber. Oh, was? Lauf! Oh Gott! Das sind also die Sterblichen. Die sehen mir ziemlich lebendig aus, wenn ich mal das so sagen darf. Ich bin doch nur eine Frau. Was wollt ihr von mir? Soll ich hier rüber? Weiß ich gar nicht. Ja, gut. Wir sind an einem Spagat gestorben, Freunde. Das kann mal passieren. Ich kenne viele Leute, die an einem Spagat gestorben sind, weil die Lendensehnen sind gerissen und hat man ja keinen Bock mehr zu leben, weil ne, Lendensehnen tut saumäßig weh. Dann stirbt man halt einfach. Weil man es möchte, nicht weil man irgendwie... Schmerzen oder so. Und man denkt sich einfach, nö, ich will jetzt nicht mehr leben. Oh, ich glaube, wir hätten da dasselbe benutzen sollen. Mann, im letzten Tomb Raider-Teil hat man immer so eine kleine Info gezeigt. Hey, benutze doch einfach das Seil. Ist doch viel leichter. Hier müssen wir selbst spielen. Ich spielt man heutzutage noch selbst. In Zeiten von Telltale Games. Wird doch alles für einen selber gespielt. Apropos, es gibt doch überhaupt kein Telltale, so heißt es doch, oder? Zu Tomb Raider. Gibt ja schon zu allem, sogar zu Minecraft. Und ich meine, Tomb Raider bietet sich halt an. Oh nein, nein. Okay. Ach so, ich sehe diese Seildinger nie. Ach, das haben wir gesehen von, ne, dass man hier rumspringen kann. So. Ja, komm, ihr trefft mich sowieso nicht. Weißt du? Die leben ewig, können nicht sterben, aber können auch nicht schießen, ne? Ist ja nicht so, als hätten sie eine Ewigkeit Zeit gehabt zum Trainieren. So. Hui. Oh,
Wir haben es gleich, Lyra, wir haben es gleich. Und zack. Diesmal habe ich es gesehen, diesmal habe ich sogar gesehen, dass wir uns da langhangeln können. Oh, ich brenne. Oh. Naja, wir sind safe. Ich fackel zwar noch ein bisschen, aber es macht mir nichts aus. Oh. Frei. Jacob, ich hab's geschafft. Oh, ich bin draußen. Lyra, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Vor allem, wir gehen einfach mal so rein, nehmen diesen Atlas und dann nur ganz zum Schluss kommen diese Unsterblichen und schießen Pfeile nach uns. Da denkt man sich doch einfach, ist das Glück? Oder waren die beschäftigt mit den anderen? Keine Ahnung. Ich meine, der war ja ziemlich frei zugänglich, oder? Der Atlas. Ich mag sie übrigens, wie sie... Ich mag das sehr, wie sie durch die Lücken geht. Weiß nicht, das hat so etwas... Es sieht schon feminin aus, wie sie das macht. Vor allem streckt sie dann den Hintern immer so ein bisschen weiter raus. Das mag ich, das gefällt mir. Sieht so aus, als wäre gut. Wahrscheinlich haben sie da wirklich eine Frau genommen, haben ihr ja diese Punkte drauf gesetzt und sie so durch so eine enge Gasse geschleust oder so. Ihr wisst schon, dieses Motion-Ding. Wie heißt das? Blue Motion? Heißt das so? Wie heißt diese Methode, wenn man einer echten Person so Punkte ins Gesicht klebt oder auf den Körper klebt und das quasi abfilmt und das dann ins Videospiel packt? Ich weiß es gar nicht. Hieß es Blue Motion? Ich habe keine Ahnung. Noch eine Truhe. Oh. Kliplaufflinte. Lyra! Lyra! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Ja, Jonah ist also auch noch am Start. Stimmt, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Lyra dachte ja die ganze Zeit, er ist tot. Frei! So, das Observatorium finden, ne? Wo müssen wir da hin? Okay, du bist ein Freund. Hey da. Lyra, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Ja, nice. Ich komme da gar nicht hoch. Oder kann ich es vielleicht doch? Mit dem Seil haken. Ha, cool, es hat wirklich funktioniert. Ich habe nicht dran geglaubt, aber es hat funktioniert. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Okay. Aber... wer ist Elias? Übrigens, ich werde jetzt wieder meine 25 Minuten bringen. Ich habe die letzten Folgen 20 Minuten gebracht, weil ich noch nicht im Urlaub war. Jetzt bin ich im Urlaub. Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Ich war halt sehr, sehr zeitlich beschränkt in den letzten Tagen, kurz vorm Urlaub, weil so viel zu tun mit Weihnachten. Und hast du nicht gesehen. Das heißt, ihr könnt noch 5 Minuten genießen, 6 Minuten mindestens. Also ich gehe auf die mindestens 45
mindestens 25 Minuten Marke. Vorher waren wir auf der, die letzten Folgen waren wir auf der mindestens 20 Minuten Marke. Und jetzt sind wir wieder auf der 25. Halt so Standard, wie, wir es vorher auch schon hatten, ne? Hey. Cool. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Ich finde keine versteckten Informationen. Achso. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Ja, wieso nicht? Ich glaube, ich weiß, wo wir uns befinden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Weil da bin ich ja nicht hingekommen. Hier wollte ich ja mal ganz dringend hin. Weil hier so viele Sachen sind. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Und das Ding, könnten wir eigentlich, glaube ich, jetzt schon betreten. Aber das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Weil jetzt in den nächsten paar Minuten werden wir es nicht schaffen, da irgendwas noch hinzukriegen. Sehr schön. Karte aktualisiert. Ah. Dies habe ich gebraucht. Ich habe noch keine von diesen Herausforderungen gelöst, ey. Ah, doch. Das mit den Hühnchen habe ich gelöst. Das mit den Hühnchen. Ja, seht ihr es auch. 1 von 5. Ich bin großartig. Was ist das? Ach, so eine Karte. Naja, gut, dann weiß ich Bescheid. Trotzdem, würde ich gerne hier hinkommen. Das werde ich mir alles noch besorgen. Erstmal hinsetzen. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Ja, ein bisschen weniger Schaden, freut mich. Wir verbessern mal die Schoflinte. Zack. Und meinetwegen hier noch ein bisschen Schaden drauf. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder runter, ne? Die Frage ist, nur will ich runter? Wir müssen erstmal das Lager finden, dann müssen wir sowieso nochmal zurück hier. Ich meine, ich kann hier runter, wir könnten dahin gehen, aber da kann ich auch später nochmal hinlaufen mit euch. Geht ja sowieso wieder ein bisschen sammeln. Na gut, gehen wir weiter. Och, wer bist denn du? Hallo? Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Da. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich.
Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber, irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Ja, neues, mach alles kaputt. Sie ist es. Tötet sie. Lara, nimm meine Hand. Lara. Oh nein. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Die Rettung. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Oh, Kletterpfeil. Schießen Sie Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Ja, das werde ich einhalten. Gut, Freunde, in der Sequenz gerade ist mir eine sehr krasse Sache aufgefallen, und zwar das Licht vom Atlas ist ja nach unten gefallen und hat diese Karte entwickelt und Lara ist auf der Karte rumstolziert und das Licht war irgendwie unter ihr immer noch da, obwohl eigentlich Lara den Schatten werfen müsste. Naja. Wollen wir mal nicht zu kleinlich sein, ne? Es ist zwar ein Spiel mit... Ja gut, es ist ein Spiel mit sehr viel Unlogik. Kann ich die Pfeile einfach so hier reinschießen?
Ach, das ist weiches Holz. Ah. So funktioniert das. Ah, okay. Es muss grün leuchten. Ich wollte nur sehen, wie das funktioniert. Okay, da wissen wir Bescheid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Haut rein, euer Zero. Tschüss.